Herzlich willkommen zurück beim Medieval Mittwoch. Wir wollten eigentlich in die Irrenanstalt, haben aber immer noch kein Superschwert bekommen, sondern nur unseren Superschild. Und tja, jetzt ist die Frage, bekommen wir bald unser Superschwert oder nicht? Dann begebe ich mich jetzt nämlich erstmal in den Totentümpel, wenn mir das eine Aussicht auf das neue Superschwert geben würde. Ich weiß es nicht. Versuchen wir es. Aber wenn es nach dem Totentümpel immer noch kein Superschwert gibt, die Schlacht von Gallimere ist lange vorbei, aber eine Armee der Untoten marschiert noch immer über diese schlammigen Ebenen, versucht nicht über ihr eigenes Grab zu stolpern. Okay. Jedenfalls, wenn ich dann immer noch kein Superschwert bekomme, gehe ich direkt in die Anstalt das nächste Mal. Aber ich gehe auch in die Anstalt, wenn ich das Superschwert bekomme. Hast du so eine Pestmaske auf? Huhu, spooky die spooky. Willkommen in Dark Souls. Nein, ja, dieses Level ist auch... Waffen sind machtlos gegen schwere Ritterrüstung. Lasst euch nicht in den Sumpf drängen. Den Matsch bekommt man nie wieder ab. Das ist gerade mein geringstes Problem. Ich muss erst mal testen, ob ich aufgenommen habe. Ja, ich habe aufgenommen. Sehr schön. Heilungsflasche da oben nehme ich mir auf. Lovecraft, Lovecraft! Geh! Sterben. So. Hui! Hi! Seid gegrüßt, Fremder. Ich bin der Bootsmann. Ich bring die verlorenen Seelen ins Reich der Toten. Halt! Kennen wir uns nicht? Sir Daniel Fortescue? Tja! Ihr auch! Dank Saroks Machenschaften stehen die verlorenen Seelen am Ufer Schlange. Seit Erfindung der Kanalisation war der Andrang nicht mehr so riesig. Bringt mir eine Ladung 8 verlorener Seelen und ich lasse euch bei der gesunkenen Stadt Melomid aussteigen. Melomid mag ich aber nicht. Ich mag Melomid nicht. Hatte auch was Lovecraftisches, aber es macht keinen Spaß. Dicker Ritter! Toter dicker Ritter. Juch. Dicker Ritter. Dicker Ritter. Entschuldigt. Obwohl, hier ist direkt ein Händler, da kann ich eigentlich... Ja, wenn hier ein Händler ist, dann... Ja, magisches Schwert und Wurfgeschosse, sag ich schon. Ach, dieses Level, ey. Alles. Aber ich bin doch auch einer von euch, ich bin doch auch ein Ritter. Blöder Bauer. Hör auf mich zu hauen, kleines Tentakel. Großes Tentakel, okay. Alle wollen mich in den Sumpf schießen. Meine Fresse. Sind die hier alle aggressiv? Meine Güte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die gute oder die böse Schlange hier drin war. Ich glaube weder noch. Ich glaube, das hier war eine Schubsekiste, oder? Warst du eine gute Schlange? Es gibt nämlich auch eine böse Art von Schlange. Aber ich glaube, das hier ist tatsächlich die gute. Noch. Ah, hier ist ein Helmchen. Oh, hier verschwindet der Weg. Ist das nicht gemein? Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt einen Schritt gemacht.
Aber eigentlich nützt mir die Schlange hier so gut wie gar nichts, weil sie tötet ja nur und... Ah, den da tötet sie. Okay. Oh oh. Okay, ich kann das gar nicht mehr so. Na! Okay. Okay, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich musste R1 drücken. Ich übe das am besten nicht. Komisch, gerade ging's nicht. Bleibt im Sumpf. Na kommt. Wer steht jetzt auf? Irgendjemand will mich doch immer umbringen. Wieso geht denn das nicht? Ich glaube, das Schild ist zu schwer. Nee. Okay, das war knapp. Das war knappig. Okay, jedes Mal stürzt hier ein Stückchen ein, oder? Hier war doch vorher noch ein Weg. Hier war vorhin noch ein Weg. Das weiß ich. Okay. Ich mag das nicht. Für den Move muss ich zwei Knöpfe gleichzeitig gedrückt halten, sozusagen. Und das, zügig. Da habe ich immer Schiss. So. Okay. Geschubst. Also in diesem Level hier muss man den Sprint sozusagen etwas spezialisiert haben. Ah, hier, ich erinnere... Was? Von der Seite hier? Du willst was? Hast du denn nichts anderes zu tun? Wir sind doch quasi Kollegen. Ritterkollegen. So. Das hat sich gelohnt. Okay. Dann nehmen wir wieder ein Schwert. Und hauen gleich wieder drauf. Okay. Wenn hier nicht alles so tödlich wäre. Oh, das war wieder so haarscharf. Das hier soll mich ja auch umbringen. Hester ist übrigens auch schwer zu erreichen, aber da ist sogar eine dauerhafte Trankflasche. Und oh Mann, bin ich hier als Jugendliche oft gestorben. In diesem Level. Puh. Das war heftig. Ich sehe auch jetzt gerade erst, wie das ist so toll. Ich. So. Ja, die hier muss ich jetzt töten, damit sich der Kelch füllt. Okay. Komisch, ich dachte eigentlich. Das ist wirklich komisch. Ich dachte eigentlich, dass die, Entschuldigt, dass ich gerade so ein bisschen Hängerchen habe, aber ich dachte eigentlich, dass dann diese Seelen hier rumfliegen. Bringt eure Toten raus! Bringt eure Toten raus! Bringt eure Toten raus! Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Warum fliegen keine Seelen rum?
ich habe noch eine Lebensflasche. Ist das nicht schön? So, die werde ich auch brauchen. Das ist sehr gemein. Ah, jetzt. Ja, ja, das hier ist ein reiner Fallenraum, der ausgelöst werden muss. Ja, ja. Bedrohliche Musik hier. Ich muss ja jetzt nur noch die Fettis runterschubsen. Gar nicht so einfach, ich weiß, weil... Gerade der hier, der hat sich irgendwie in der Ecke so ein bisschen verhakt. Gut. So, jetzt müsste ich eigentlich schon wieder frei sein. Juhu, ich bin frei. Free. Freedom. Das ist so seltsam. Also im Original ist es so, dass jetzt hier Seelen rumfliegen. Ach hier, sie fliegen immer noch. Okay. Alles Akku hier. Okay, meine Güte, seid ihr alle aggressiv. Also so schlimm war es jetzt auch nicht, oder? Was ich getan habe? Ich meine, okay, ich habe die Schattendämonen über das Land gebracht, ja, aber das hier? Ne? Das ist schon ein bisschen gemein, dass ihr gleich alle so super aggressiv auf mich seid, ne? Mit Bomben und... Ja? Das ist schon gemein. Ich meine... Ich habe sie ja schließlich auch befreit. Und jetzt bin ich abgestürzt. Komme ich von hier überhaupt wieder darüber? Das muss ich mir kurz überlegen. Ja. Oh, der Götterchor setzt hier gleich wieder ein. Aber ich muss nämlich... Ach, hör auf, mich mit irgendwelchen Brandbomben zu bewerfen. Ich brauche meinen Kelch. Wo ist der Kelch? Der war doch irgendwo da hinten, ne? Ja, da ist er, mein Kelch. Juhu! Und ist wieder ein Stückchen eingestürzt. Würde mich nicht wundern. Nee, hier wollte ich doch gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Okay, wie komme ich da wieder rüber? Ach, da hinten. Ah, ja. Oh, da ist Heilung. Die Frage ist, lohnt sich das oder werde ich, während ich mich heile, noch beschossen? Naja, gut. Ist ja egal. Ich hoffe jetzt so sehr, dass es sich endlich lohnt. Und auszahlt. Und dass ich jetzt endlich mein blödes magisches Schwert bekomme. Brauche eins. Oh, stimmt. Da oben ist noch eine Flasche. Die schnappe ich mir natürlich noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, Daniel macht erstmal alles schlimmer, bevor er es besser macht. Aber okay. So muss das wahrscheinlich. Hi! Hier hatte ich mal einen Bug, da ging es nicht mehr weiter. Schön, nach all den fiesen Zombies mal einem höflichen jungen Skelett zu begegnen. Ja, aber gerne. Und an Bord. Puh. Superschwert. Komm, Superschwert. Ich möchte ein Superschwert. Friss mein Geld. Shut up and take my money. Komm, ich hab Schild, Guards, Schild. Gib mir jetzt endlich dein... Nein, warum?
Na gut, ich gehe jetzt in die Irre, dann stellt es nichts. Das ist mir jetzt egal. Teufel, Fortescue! Ich hätte wetten können, dass ihr schon längst erledigt seid. Ja, ich auch. Hey, ich hab hier was für euch. Es wird euch gefallen. Wollt ihr? Hm, kommt drauf an, ist es ein zusätzliches Heilungsfläschchen? Gold. Nee, ich will gar kein Gold. Na, immerhin habe ich den blöden Totentümpel hinter mir. Feuer kann Gegner verbrennen und... Oh. Nee. Ich möchte nicht nach Melomid. So, jetzt. Gut. Damit beende ich den heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid nicht im Sumpf versunken. Habt euch nicht gelangweilt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.